Hallo Freunde, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Und letztes Mal haben wir ja unsere dritte Prüfung abgelegt, die ja etwas anders abgelaufen ist als die vorherigen. Und wir haben... Ich sammle mal hier nebenbei ein bisschen. Und wir haben... Wir waren ja kurzzeitig der Schulleiter von Hogwarts durch einen Vielsafttrank von Professor Fig. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch Schönes machen können, weil... Ich würde eigentlich gern nochmal eine Schrumpelfeige anbauen. Hier. Brauche ich auch mal wieder. Gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen können. Ja, ich habe mich umgezogen. Ich habe mal den Umhang angelegt, den wir durch den Abschluss der daedalischen Schlüssel bekommen haben. Ach, hier kann ich auch schon wieder mitnehmen. Haben wir denn so? Ja, ich dachte, wir machen das mit Nutty weiter. Oder machen wir gleich mit die, wenn wir schon mal hier sind? Ach nee. Wir machen mal Nutty. Was ist hier denn eigentlich? Ein neues Accio-Duell und... Oh! Geschichte der Zauberei. Beim... Ah, oh, wie hieß er? Binsey. Und eine Einhorn-Quest. Dahin müssen wir. Also ist ja vor Hogsmeade. Ja, steht. Der stand ja auch da vor Hogsmeade. Dann gehen wir doch nach Hogsmeade und laufen von da den Rest. Mäh. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja. Dann sagt das mal. Wahrscheinlich hätte ich das tagsüber machen sollen, ne? Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ob uns das gelingt? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Ja, tolle Idee. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Sag mal, welche Informationen brauche ich denn von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte, oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Oh je. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Alles klar. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Mir fällt gerade auf, die Farbe meiner Handschuhe regt mich ein bisschen auf. Kann man das hier dann doch so ein Blau? Sowas? Nee, sieht auch doof aus. Das geht einigermaßen. Nee, sieht auch doof aus. Das sieht gut aus. Lässt du das dann bitte auch? Geht doch. Oh je. Dann reden wir mal mit den Leutis. Ja, Felder flügen überlasse ich den Muggeln.
Alles klar. Oh, dunkel. Es ist hier immer so dunkel, wenn ich hier reinkomme. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Wahrscheinlich irgendwo. Ich dachte schon, die sind... Isco, was habe ich getan? Ich dachte schon, die ist im Privatzimmer. Mrs. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Biggles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Oh je. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Was? Natürlich habe ich abgelehnt. Was war denn das für eine Schnapsidee? Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Das ist das Risiko, wenn man beim Ministerium arbeitet, ne? Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Das ist aber auch ein toller Fluchbrecher, wenn er sich von so ein paar Erschwinderinnen einfach schnappen lässt. Haben Sie Harlow geholfen, seit ihr Mann entführt wurde? Die ja offenbar bekannt Nein. sind. Ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Wahrscheinlich haben sie ihm auch den Zauberstab abgenommen, wie dem Onkel von Adelaide. War Und das die Nachricht bedeutet wirklich, dass ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Dass die so einer Schülerin auch einfach mal alles aushändigen. Wir hoffen, dass sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben ihr eine großzügige Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass ihr Ehegatt es begrüßen würde, wenn sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Biggles anderen zwei Freunden. Oh, da, da, da. Ich habe Professor Weasley deutlich gesehen. Ja, das ist schön, dass Sie Professor Weasley gesehen haben. Wenn ich hier über den Weg laufe, bin ich am Arsch. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ist das der, der immer da rechts in dem Seitengebäude drin steht und irgendwas zaubert? Nee, ist er nicht. Der steht draußen. Warum auch immer. Ach, da ist eine Tür. Gut. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Voldemort? Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Heimlich? Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter.
Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhängt. Das geht immer gut aus, wenn man sowas von den Eltern geheim hält. Es ging so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Als ob der eine Freundin hat. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Der müsste nur zu seinem Chef ehrlich sein und sie zu ihrem Vater. Der hätte Harlow nichts in der Hand. Das ist so dämlich. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier. Mit ihrem Monogramm. R.H. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Allerdings. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Ist halt er echt ist ein so. Netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ja, weil ihr es so lange geheim gehalten habt. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das süß oder gruselig finden soll. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der... Jetzt will ich irgendwie doch wieder einen Schal haben. Sieht so leer aus ohne Schal. Wenn ich den in einer anderen Farbe hätte, das wäre cool. Ach, das sieht ganz hübsch aus. So. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Er gäbe es Hilbert. Der Philly. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Da ist er. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Warum? Wenn der im Knast sitzt, kann der einen Scheiß machen. Sie hätten was sagen sollen. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Ja, Hauptsache es trifft die anderen. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Darcy Bella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung alles, zu ihrem Geburtstag, sind alles den sie nie Feiglinge. Feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Uiuiui. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Ach, das traut er sich. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden. Aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Hab ich eigentlich? Ja, gut. Flüche sind ausgerüstet. Ich gehe auch nochmal das Haus durchsuchen.
Ich habe was gehört. Revelio. Geld. Ich habe das Gefühl, es wird hier jetzt nicht so glatt laufen, wie wir uns das vorstellen. Ach, hier kann ich tatsächlich durch. Wer hätte es gedacht? Keine Natti da. Natti verspätet sich nie. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Ist sie safe nicht? Wenn doch, dann stolpern wir hier gleich in irgendwas rein. Die muss hier irgendwo sein. Müsste hier mal fragen, hallo? Haben Sie meine Freundin gesehen? Warum lotst mich das Ding durchs Haus durch? Ich hätte auch einfach von hier gehen können. Oh je. Der Zauberstab. Dieses Zauberstab? Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Sie Ach stimmt ja, sie hat ja erst Revelio wird mir zeigen, was mit ihr passiert ist. Sie hat ja erst in Hogwarts angefangen, mit Zauberstab zu zaubern. Aha. Fußspuren. Er wird sich auch denken, was macht die hier? Rennt die ganze Zeit... Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Revelio. Aha. Hast du was damit zu tun, Kollege? Soll ich dir einfach gleich mal auf die Fresse hauen? Die muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Was war denn das? Die schleppen die hier durch das Haus, durch hier rüber. Hä? What the fuck? Unterm Eberkopf ist ein Aschwinderin-Versteck. Das, also ich weiß, der Eberkopf ist... Hat nicht den besten Ruf, aber es trotzdem. Muss noch einen Weg geben. Die wollen mir doch nicht sagen, dass die hier mit Aschwinderin gemeinsame Sache machen. Ich zieh dich jetzt ganz nach vorne. Und dich auch. Eine Geheimtür. Haha. Natti muss hierher gebracht worden sein. Oh, das sieht schick aus. Ich muss sie schnell finden. Ich tarne mich mal. Revelio. Optional finde den Gedichtband, finde den Liebesbrief. Kann ich den Liebesbrief suchen und den Herrn Hill geben? Das wäre so ein richtig schöner Arschtritt. Sag ich das nächste Mal gleich ich ehrlich. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Nein, mache ich nicht. So böse bin ich nicht. Warum ist das hier verschwommen? Ich bin nicht arrogant, nur ein bisschen lebensmüde. Wendolin so. Weil der ein Angriff mit alter Magie ausreicht. Ah!
Ich habe ihn nicht mit der Venemosa besiegt, aber naja. Was, meine Ausrüstung sind schon wieder voll. Oh. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Okay, ich habe mich halt wirklich nur umgezogen. Ich habe nicht nachgeguckt, ob irgendwas mich wieder hochstuft. Naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Wieder Platz. Revelio. Ist mir lieb, ein Aguil, der vom kommenden Regen singt. Wie ein teurer Quap warte ich hier auf dass der Wind dich zu mir bringt. Mein Herz verzaubert, das hast du. Und nun bin ich ganz die Deine. Ach, ich hab's gewusst, in nu bist mir ewiglich der Eine. Dulzwella Filbert. Ach, okay. Das Buch mit den Gedichten, das Agorus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich darüber freuen. Das Buch mit den... Das war ein einziges Gedicht. Wie die da oben stehen und nicht mitkriegen, was hier unten los ist. Warum schleiche ich jetzt? Die machen Geräusche wie die Gnome aus den ersten Harry Potter Spielen. Die sind dann auch immer irgendwo. Ja, genauso. Revelio. Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht können sie uns sagen, wie wir uns freuen. Schweige! Der Boss kümmert sich um diesen Geist. Expulsum! Ich stimme nicht zu. Expulsum! Das wirst du noch verweilen. Braves Pflänzchen. Revelio. Mir werden da noch zwei Huhn angezeigt. Ah, da ist der Liebesbrief. Das lesen. Mein lieber Otto, ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen. Das ist ziemlich grelles Rosa. Und werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir schauert es bei dem Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag über, in dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse etwas stabilisiert haben, und ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch, dir zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf den höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung waren.
für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen. Voller Zärtlichkeit, deine Rosie. Otto Dibbles Liebesbrief von Rosie. Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. Mir fällt auch gerade so auf, der Mr. Hill ist kein sonderlich aufmerksamer Vater, ne? Dass der nicht mitkriegt, dass seine Tochter verliebt und auch noch verlobt ist, wenn er so ein Theater um sie macht. Nati muss hier irgendwo sein. Und ich stürme einfach rein. Ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen lebensmüde. Bye. Ja, da ist der Rape. Mr. Rape? Daisy sagte, sie wurden entführt. Der sieht so jung aus. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Also nicht, dass seine Frau alt aussah, aber er sieht wirklich verdammt jung aus. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Nati kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Das stimmt. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ich spüre ihn. Revelio. Ja, wahrscheinlich. Aha. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Und der hat das nicht gesehen, wie die den da hingezaubert haben? War der bewusstlos oder wie oder was? Ich bin die ganze Zeit am Meckern. Was ist denn heute mit mir los? Egal. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Ja, er ist fünf Meter von dir entfernt. 10 vielleicht. Der hat es schon mitgekriegt. Ich habe Ihren Stab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Gleich Alarm und dann sind wir am Arsch. Warum hat der Rabe hier eigentlich so einen langen Schwanz? Das sieht total unrealistisch aus. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Ja, wir sind gleich wieder komplett am Arsch. Nimm das Geld noch mit. Hast du nichts dagegen, oder, Nati? Ihr wollt mir doch nicht wirklich sagen, dass wir hier so einfach rauskommen. Ohne alles. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow. Ein für alle Mal. Na gut. War das halt doch mal easy. Easy peasy, lemon squeezy. Und da steht sie auch einfach schon. Natürlich. Not sei Onei. Ich hätte es wissen müssen. Und sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen und müssen, da dass sie kommt das Mina. War. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau, Miss Onei. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, eigentlich haben Nati und ich erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade heftig bedroht haben. Rockwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen und Nati, sondern auch Agabus Filbert und Otto Dibble ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Bei allem Respekt, Officer,
Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Aschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Nazai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Mit anderen Worten, auch die Beamten in magischen Berufen reagieren nicht gut drauf, wenn man sie mal damit konfrontiert, dass sie ihre Arbeit nicht machen. Oder zumindest nicht gut. Rebellion.